Willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. So, ich habe ganz kurz abgespeichert, damit ich hier weiter nachgucken kann. Oh, der hat 2 Liter Benzin drin. Wäre ja schade, wenn man es vergammeln lässt. Ja, Entschuldigung für den ganz kurzen Sprechaussetzer. Ich gucke hier ab und zu mal aus dem Fenster raus nebenbei. Oh, wir haben wieder ein Backpack. Wieder 2 weitere Slots. Es läuft. So, und wir haben in der letzten Folge hier drinnen gesehen, hier gibt es einen Spind. Mit medizinischen Produkten. Das gefällt mir ganz besonders gut. Allerdings, ich muss jetzt unbedingt mein Inventar clearen. Denn ich bin einfach zu voll. So, und dann werden wir natürlich uns mit den Sachen auf den Weg machen, um uns ein neues Auto zu holen. Wenn wir jetzt natürlich den Weg nach Hause finden. Stopp mal. Da lang, ich muss ja zur Straße. Was war... Okay, hier hat man sogar einen Spawnpunkt, wenn man mit dem Spiel anfängt. Das ist interessant. Oh, ein Backpack. Ja, das hier ist ein Spawnpunkt. Auto hat Benzin, das pumpt man gleich leer. Das heißt, der hat aber auch Sachen hinten drinne. Oh. Das und das. Eins davon werden wir jetzt auf jeden Fall essen. Denn die Streichhölzer nehmen wir auch mit. So, wir sehen hier unten, uns fehlen nur noch 2 Backpacks. Und dann sind wir voll. Wir müssen unbedingt nach Hause. So. Jetzt ist die Frage, war ich hier schon? Wisst ihr was? Wir gucken einfach nach. Gucken kostet nichts. Hier ist halt Essen. Ich war hier halt wirklich noch nicht. Warum? Na, Holzbretter brauche ich jetzt erst einmal keine. Axt ist hier keine. Aber hier ist halt noch eine Dose Essen. Und da auch. Hier ist eine Flasche. Gut, die kann ich nicht aufheben. Die spawnt. Und hier ist die Axt. Gut, da ist die Tankstelle. Dann weiß ich jetzt ungefähr, wo das ist. Das können wir uns beim nächsten Mal holen. So, jetzt müssen wir natürlich hier versuchen, auch gleich an den Banditen vorbeizukommen, ohne Probleme. Scheiße, hier ist diese Erhöhung.
Jetzt. Oh, ihr habt's gehört, ihr habt mich gesehen. Ich hoffe nur, die kommen jetzt nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Das wäre fatal. Auch wenn ich jetzt eine neue Waffe habe, aber das muss nicht sein. So, Motor aus. Rad erstmal da rein. Dann können wir die rausholen. Das Rad da rein. Dann können wir den Spaß rausholen. Stoff kommt hier rein. Da kommt die Flasche raus. Holz kommt hier hinten rein. Eins, zwei, drei. Dann können wir Ditte hier rausnehmen. Und das kommt dort hin. Medizin kommt hier rein. So, Munition war am Anfang drinne. Sehr schön. Getränke waren hier drinne. Essen war hier drinne. Eins davon können wir dort noch reinmachen. Das kommt mal raus. Komponenten. Wir müssen das hier erst einmal rausnehmen. Es geht nicht anders. So, wir haben sogar noch einmal Holz drin. Warum das? So, Metall und alles. Keine Ahnung, wohin damit. Hier, wir brauchen einen Motor draußen im Auto. So, das ist Werkzeug. Waffen sind hier. Da kommen die Messer rein. Die zählen da runter. Das behalte ich im Inventar. So, Werkzeug. Hammer. Die Schaufel da rein. Machen wir das so hier. Das kommt raus. Die Axt kommt da mit rein. Die brauchen wir erstmal auch nicht. Das kann erstmal alles hier raus. Denn ich werde bestimmt vorhin was eingesaut haben. Ja, fast. Gut. Okay, dann hauen wir das hier mit rein. Und hier oben können die Ausrüstungsgegenstände rein. Handschuh, Helm, Handschuh und das. Dann machen wir hier jetzt einfach das mit rein. Das Seil packen wir hier mit rein. Ja. Dann holen wir uns erstmal den Rest aus dem Auto, würde ich sagen. Das da, das da, das da. Das, das. Ne, das Brecheisen bleibt drin, habe ich ja gesagt. Wo ist der Kanister hin? Scheiße, hab ich den in ein Auto gelassen? Oh fuck, ich hoffe es mal nicht. Scheiße.
Scheiße, ich hoffe, ich habe den nicht im Auto gelassen. Das wäre... Ja gut, das ist nicht so weit weg. Also das könnte man sofort neu holen. Aber trotzdem... Scheiße. Oh Gott. Munition. So, Waffen. Ja, ich habe zu viele Waffen hier bei mir. Ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Spaß. Ich habe den Kanister halt wirklich... im Auto gelassen. Scheiße. Das ist jetzt... fuck. Scheiße. Was machen wir da jetzt? Eine Kartoffel essen. Und am besten noch eine essen. Und noch eine. Und eine Cola trinken. Oh fuck, das ist jetzt, das ist, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist peinlich. Nee, Wasserflaschen kommen hier runter. Essen kommt hier hoch. Jetzt muss ich noch die Messer loswerden irgendwie. Habe ich hier noch ein bisschen Platz. Da könnte ich eigentlich schon das reinmachen. Ist ja Latte. So. Scheiße. Da hab ich halt ernsthaft den Benzinkanister vergessen. Batterie 1, 2, 3. Zündkerze hab ich. Wir gucken ganz kurz hier vorne rein. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Benzin. Ja. Ja, Benzin, ne? Ach man, das ist schon scheiße, ja. Wir schalten mal direkt auf die Handfeuerwaffe um. Sicher, sicher. Aber ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Und wir möchten jetzt nur eins hoffen, dass kein verkackter Nebel auftaucht, bevor wir kein Auto haben. Den hat man ja komplett leer geräumt. Ja. Dann einmal ganz kurz speichern. Was waren wir hier? Das sind die Banditen. Ah ja, gut. Oh, Bär. Oh, gar nicht gut. Ich hoffe nur, hier kommt jetzt kein Bär. Oh, was haben wir? Lol, hier war ich auch noch nicht. Okay. So, ganz ehrlich, wir nehmen einfach erstmal alles mit, was hier rumliegt. Außer das Holz. Das braucht man nicht wirklich. So, jetzt müssen wir
Das Auto finden. Der. Oh, das waren meine Kopfhörer. Lol, hier gibt es halt noch Autos, die rumstehen. Der hat halt gut Benzin drinne. Hier ist noch... Oh, ich glaube, da haben wir es sogar. Ja, hier haben wir noch ein Rad. Hier ist auch noch gut Benzin drinne. Oh, eine volle Wasserflasche. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken. Ich brauche halt nur meinen Benzinkanister wieder. Da steht auch nochmal ein Auto. Ach, das war der... Das war doch der Spawn. Habe ich das in dem Auto gelassen? Oh Gott. Ich sehe schon, komm hier. Ja, hier ist er. Oh, zum Glück. Dann können wir gleich die Autos, die hier unterwegs waren, leer machen und hier noch looten. Das ist sehr gut. So, hier gab es noch eine Axt, wenn mich nicht alles täuscht. Nein? Okay, dann waren wir hier schon. Da ist das, dann sind die Autos ein Stück weiter da unten. Ach komm, hier, scheiß drauf. Mein Stamina muss recken. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann unseren Geländewagen aufbauen. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.